Willkommen, Freunde, zurück zu Pokémon Platin im Duellturm. Warte mal, ich muss das Coole sagen. Duellturm. Sollen wir diesmal ein bisschen Risiko gehen und was anderes mitnehmen mal? Ah, Stibuna ist mir so unlieb hier zu mitnehmen. Hat ein Magnezone einfach. Nimm so ein Magnezone mit statt Panferno diesmal. Ich meine, können wir nächstes Mal den Panferno mitnehmen, dann kann ich entscheiden, was ich gegen den Kampfklos mitnehme. Ich sag, Stibuna und Aquana sind hier wirklich zweitklassig. Ich würde sagen, es gibt hier drei Klassen. Die S-Plus-Mon sind Cresselia und Knackrack, die S-Mon sind Panferno und Magnezone, und die A-Plus-Plus-Mon sind Aquana und Stibuna. Vielleicht nicht ganz A-Plus-Plus, und vielleicht auch B-Plus oder C-Plus, aber da will ich jetzt nicht schlecht reden. Schon ist hier im Duellturm Knackrack und Cresselia schon S-Plus, um ehrlich zu sein. Das beginnt mit Voltenso, optimal, da haben wir ja genau gar nichts gegen. Magnezone zumindest. Oder ja, können die Ampelleuchte machen, aber ich sag Specs, deswegen mit Vorsicht zu genießen, ein bisschen solche Aktionen, sich auf so eine verhältnis lame Attacke zu locken. Gut, dass wir auch die Donnerwelle damit abfangen. Das vergesse ich immer wieder, dass es gegen uns durch das Donnerwelle ankommen kann. Sonst würde ich irgendwas nachschauen. Oder den Kampfkurs würde ich nachschauen schon mal. Jo, das Voltenso ist auf jeden Fall schon mal nicht viel gelandet. So, kommt Granbull rein. Ich glaube, das soll da nicht Tugend sein. Zumindest alles andere stark wundern, um ehrlich zu sein. Oh, ist ein Eiszahn echt jetzt? Das ist ja übel. Das reicht ganz knapp nicht. Hätte mich aber ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, ich überlebe es mit mehr. Und auch das tankt es leider, dieses Grunwohl. Gut. Ich war gerade ein bisschen schon in die Planung für den Kampfkurs vertieft, aber das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, weil ich jetzt den Kampfkurs von 80 kaputt durch. So, Donnerblitz. Bist schneller, wunderbar. Ja, Cresselia ist halt die absolute Wand hier, die wirklich ziemlich krass dasteht. So, Nogok. Bin ich mal gespannt, ob wir den Attacke tanken. Oh, Fokusstoß wird eng. Also auch wieder trifft natürlich. Das ist wieder so ein typisches Garoblet-Glück hier auf dem Channel, ne? Physisch, ja, ein Durchbruch wahrscheinlich schon. Feuerfeger vielleicht auch, aber ja, das wäre war schwierig, das zu tanken. Es geht auf Solarstrahl. Hat kein Energiekraut noch dazu, okay. Es würde mir sehr gut taugen, wenn ihr die Psychokinese One hätte. Tut es aber nicht. Okay, aber der Solarstrahl jetzt auch nicht. Also, wenn nicht, dann ist das Play sofort beendet. Das mit Crit sollte das übrigens nicht One hitten. Nee, nicht beim Ansatz. So. Macht irgendwie nicht viel Spaß, mit Panferno zu spielen, aber. Könnte daran liegen, dass wir langsam sind unter Umständen, aber. Alles kein Problem. Ich bin nämlich gerade im Ehrlichsten wieder geneigt, das Aquana gegen den Kampfkolos mitzunehmen. Ich verrate euch auch dann warum, aber. Ha, warum eigentlich nicht? warum eigentlich nicht? Na gut. Nein, ich verrate euch auch warum. Das werde ich dann mit euch besprechen vor dem Part 102. Das ist übrigens der Part 100, wow. Yay. Ich hab damit gerechnet, dass wir im Prinzip ja die Vergangenheit überholen werden, dass wir Weiß 2 mit Platin knacken werden, vor allem mit der Kampfzone. Ist jetzt echt Part 100, ich glaube, kein Scheiß, doch, ich glaube schon, gell? Ich muss kurz denken. Dauert ja noch ein bisschen länger, aber das muss eigentlich Part 100 sein. Ja, obwohl Eisstrahl gar keine so schlechte Idee, wir wissen ja, welche Items das trägt, gern.
Oh, wow, das macht wenig Damage. Ja, Charme, das macht aber auch nichts. That's okay. Wir wissen vermutlich sogar mal, dass es ein anderes Set ist. Und dass es nicht die komische Beere da hat. Doch hat's. Payapa-Beere. Oh, dass wir das Gift sind, das hätte sich nicht gleich enttarnen können. Ja, super, natürlich kommt direkt jetzt der Hex wieder, wo ich ihn jetzt nicht brauchen kann. Ja, gut. Komm, Psychokines einfach. Ich finde es so krass, wenn Cresselia damit 227 KP dasteht. Einfach so krass das ganze Zeug wegtankt. Dann sammelt halt auch dieses Gift unglaublich viel Damage. Damage. Das war ein sowieso mares Wort zu sagen. So, das sollten wir gucken, dass wir es nicht. Oh nee. Jetzt geht es damit wieder los. Buggelieb-Zeug und allem. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Saalkabere gegenschlagt. Zeug da triggern. Oh, jetzt geht es hier auch noch mit Flinchen und allem. Legt das jetzt hier los? Das ist ja super widerlich. Die Strategie. Das Tank ist eigentlich optimal vom Range her. Warte mal, Giftzahn vergiftet schwer? Okay, das ist uncool. Das habe ich auch nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Ich hab's schon geahnt, weil das erste Gift hat mir persönlich zu wenig Damage gemacht. Aber es kriegt Cresselia hier alles hin. Mal alles wegtanken und dann gleichzeitig ein bisschen austeilen noch. Sehr gut. Das gefällt mir auf jeden Fall, wie das gerade läuft. Oh. Ja, genau so. Jetzt. Also, das Darm ist ja wieder ein relativ dankbares Mund für uns. Ich bin die ganze Zeit schon, wie gesagt, im Kampfkurs überlegen, aber zeigt mir das einfach mal. Sind ja leider langsamer. Also, die wirklich einzige Alternative, die halt nicht langsam ist, wäre in dem Fall. Knackrack. Also wir machen so, das macht so wenig Damage, dass das korrekt drin bleiben. Die krassen CP, da gehen ja auch hin und tun die EVs auf 0 setzen beim Angriff noch für alle. Oh, ich hätte es rausgehen sollen. Auf Knacker am besten. Oh, ich hasse solche hexbasierten Sets, Alter. Als ob man. Raus, das jetzt hier nicht mehr den Marklesson abwerfen, nur für so einen Unfug, den sie wieder treibt. Mann. Ja, diese Starms sind echt eine unglaubliche Plage. Jedes Mal. Ja, toll, es haut sich auch noch so viel Damage in Cresselia raus. Und weh, das Spiel ist ein scheiß Konfustrad droppen, Alter. Tut es nicht sein Glück. Ich will jetzt auf plus 6 gehen, ist mir so egal. Wir werden gegen dieses Dame auf plus 6 gehen, Freunde. Fertig aus, diskutiert dann nicht mit mir. Ich will mir lieber heilen, weil ich sehe den nächsten Crit schon entkommen. Incoming, ne? Der ist schon im Kommen quasi. Deswegen incoming. Und so, wenn ich ein bisschen mad werde bei so scheiß Para-Strategien, aber da bin ich echt empfindlich bei sowas, weil das ist lame. Also toxische Strategien okay, das ist Stall, ja, aber das ist Hex, das ist kein Stall, Freunde. Das ist auch der Unterschied, warum ich Stall nicht schlimm finde. Und das schon. Weil das ist Glück. Stall ist Können. Du musst gescheit stallen können, komm ich sich wieder irgendwie Ecke. Das hat aber gar nichts mit Können zu tun. Und einfach, ja, schön. Wenn man nichts gegen Stall hat, dann hat das was mit Unvermögen zu tun.
Oder wer sich dann darüber aufregt. Wenn es halt einfach akzeptiert, dass man nichts hat, dann ja gut. Ich meine, so wie ich. Kann nichts, aber regt sich da nicht drüber auf. Dann gibt die Kämpfe dann einfach ab, aber. Nee, also, das ist wirklich. Verwirrung und Paralyse und Crits. Ja, läuft. Mit einer Selbstverletzung und dann direkt der nächste Crit. Bei Crit umgeht ja den ganzen Boost, müsst ihr ja wissen. Also, ich glaube, das wisst ihr alles. Habe ich ja schon tausendmal erklärt. Zu mein Glück kommen, ist der nächste Crit nicht weit, deswegen gehen wir direkt auf Mondschein. Am Mondschein, da wurde der Typ, glaube ich, der 6. Gen auch geändert. So, jetzt keine Verwirrung mehr. Ist mir auch egal, wenn der Part deswegen länger dauert. Wer es dir das nicht anschauen will, empfehle ich natürlich vorzuspulen, ganz klar. Wie immer. Tut mal so 5 Minuten einkalkulieren. Vielleicht auch 10, wenn das noch weiter so aufregt. Jetzt hast du allerdings, dass dass der Damage durch die Verwirrung jetzt erstmal schauen, wie viel wir mit plus 4 machen, damit wir einfach mal gucken, die als Richtwert. Ja, das ist ausreichend. So, jetzt kriegen wir immer die Hexes hier. Scheiß Kackbratzel, das Dame ist echt. Ich bin leid, wenn ich da beleidigt werde, aber das muss mal sein. Ja, letztens spiele ich mir anders weiter, weil es dann kommt sie wieder so um die Ecke hier. Ah, oh, die ist damit mich schon lange zu lange aufgeregt. Aber es ist immerhin Cresselia auf plus 4, dürfen wir nicht vergessen, zwar paralysiert, aber. Immerhin sind wir jetzt hier durch. Das Problem ist nur, ich habe leider nicht vergessen, dass noch zwei Mons kommen. Eins auf eines Walreiser. Ich hab mir versucht, so was Lames wie Eiskälte zu droppen. Ah, ne, Nassschweif. Okay, das greift physisch an. Das ist. Bei dem Damage ja ist okay, würde ich sagen. Ja. Ist halt ein 6-Hit KO. Nach Leftovers wahrscheinlich ein. Oh, nee. Oh. Das hasse ich an Gen 4 Duell, Thomas. Das hasse ich wirklich auf den Tod, dass hier nicht solche Scheiße abgezogen wird, rund um die Uhr. Bitte One-Hit es einfach, danke. Ja, es wird bestenfalls ein Two-Hit oder Crit. Ja, Spätzle Drop ist okay. Aber das hasse ich wieder im Gen 4 Duell, Thomas, dass so viel dermaßen lame Strategie mit Angebereich, mein. Ob sie einfach die Smokon-Regeln da einfach etablieren würde, das heißt. Ah. Kein Blendpuder, wie der Kampfkoloss später haben wird. Kein Doppelteam. Kein Komprimator. Kein Swagplay. Ja, okay, Swagplay ist ja immer noch mit dem Schmarotzer verbunden meistens. Das macht das ja so unfair. Aber trotzdem, wenn das einfach mal alles etablieren würde. K.O.-Attacken weiß ich gar nicht. Ich glaube, es sind sogar auch hier erlaubt. Also keine K.O.-Attacken, Pipapo, ist natürlich alles Monster gegen die Magnuson. Optimal aufgestellt wäre, hätte er nicht am Anfang, wäre nicht am Anfang zugehext worden. Läuft. Jo. Wahrscheinlich und so. Ne? Kennt er ja. Also wenn du mich weiter zugehext, ganz ehrlich. Dann geht sie noch einmal auf den Mondschein. Oh nö. Oh nö. Nee, das kannst du nicht in Ernst. Jetzt geht das Tali auf dem. Wird das Tali sicher noch boosten. Und das ist super widerlich. Das ist super widerlich, Lamus. Alle 15 Minuten, das gerade ein Kampf ja schon wieder. Oh, wenn das den noch boostet, dann hole ich Knacker, kann ich jetzt auf Wutanfall, dann. Sonst gewinnen wir den Kampf nicht. Wenn Cresselia das gegen Lamus verliert. Oder nachher auf Magnuson mit Donnerblitz, wenn das überhaupt noch zum Angriff kommen darf. Wutanfall direkt so. Bitte hab kein Eisstrahl, Lamus. Und Surfer so könnte One-Hit, wenn wir Pech haben, aber sollte eigentlich auch nicht. Oh, nicht mal im Ansatz ein Two-Hit. Und seinerseits. Auch nicht gut.
Gut, gut, gut. Ich dachte schon, es kommt der Crit hier. Ah, Knacker ist tatsächlich gar nicht so tanky, wie ich immer gehofft hatte. Psychokinese ist leider auch drauf. Er sollte die schwächere Attacke. So, jetzt gehe ich hier auf Magnuson, weil wenn er jetzt sich heilen möchte, muss er das hier. Er tut das die KI jetzt. Das tut es aber nicht, okay. Jetzt muss ich irgendwie hoffen, dass die Psychokinese das Teil weghaut. Cresselia, ich brauche jetzt deinen Angriff. Komm schon, bitte. Das muss jetzt hier nicht sein, dass wir gegen so ein Laumes hier verlieren. Komm, hau drauf. Crit oder was auch immer. Ja, Alter. Das ist eine gute Idee, dass wir da Knacker reingeholt haben, bevor es sich weiter boostet. Achso, der dritte Kampf läuft. Ah, Freunde. Alles nur im Anfang zugehext von, sonst wäre das dann eigentlich ein 3-Runden-Kampf gewesen für Magnuson. Okay, nächste Chance für dich, Magnuson hier, dich unter Beweis zu stellen. Ist mir auch schneller, dann haut das Aquana sowas von in die Wand, bitte. Wahrscheinlich kommt es mit Komprimator, wenn es überlebt. Ich habe sie gerade schon wirklich drauf gewartet, dass das überlebt der Komprimator einsetzt. Oh, Relax ist auch. Ja, auch uncool. Ich möchte mal kurz gucken, wie viel Damage wir denn machen. Donnerblitz, ich hoffe ja auf einen 3 bis 4 Hit KO. Ja, sieht nach 3, sieht nach 2 Hit aus. Sieht nach Crit aus. Nice. Und X-Bud, gut. Ja, der Kampf, wenn es nicht so Problem macht, das. Ich wäre einfach auf Knacker mit Wut vergangen, hätte es überlebt und Erdbeben getriggert. Aber tatsächlich gut zu wissen, dass wir das zuhitten können. Das Relax zur Not. Diese Donnerblitze in Wutanfall wird reichen. Na gut, dann haben wir hier unser 3-Runden-Kampf bekommen und damit wieder ein bisschen aufgeholt. Das sieht man so, ein Kampf macht so richtig Probleme, was einfach stallig ist. Das Problem ist, zu Stall kannst halt nicht unbedingt mit offensive Content, außer das sind Sword Dance und so drauf. Aber ist die Buna jetzt eigentlich ganz gar nicht so schlecht gewesen für den Kampf. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. So, Altaria wissen wir, dass es relativ anfällig ist. Abgesang ist nicht so cool gerade. Auf der anderen Seite wird es auch nichts reißen hier gegen Magnuson. Außer hat Erdbeben natürlich. Oh, wie mies. Abgesang, Gesang, extra mein Mondern. Okay, drin halten kann ich mich dadurch ja nicht, aber. Halt, um es noch mehr zu verkrüppeln, dann wäre ich extra eher umgekehrt auf Gesang und dann Abgesang gegangen. Ja, gut, Stalus, das ist natürlich ein bisschen auch. Blöd gemacht vom Gegner, tatsächlich. Ich muss Cresselia reinholen, ich nehme zu viel Schaden durch den Erdbeben. Und er kommt safe, Freunde. Geh auf plus. Ich schau mal erst, wie viel Einschluss so macht. Das sage ich jetzt nur, wie ich verklickt habe. Wenn es ein 3-Hit-KO ist, dann lassen wir das. Okay, das hat auch nichts. Auf der anderen Seite wird es sich hier anbieten, noch auf plus 2 zu gehen. Gehen wir auf plus 2 schnell, komm. Ich wäre plus 1 und 2 Eisstrahl optimal gewesen, aber so ist halt. Es wird damit leben im Endeffekt. Eiszahn, versuchst du ja auch noch einen Freeze rauszubekommen, richtig dreist. Wie wir sehen, das macht es halt kein Damage ohne irgendwie einen Burn oder sowas. Ich möchte zeigen, dass die Elementzähne alle beherrscht. Das ist nett, Stalus. Qualifiziert sich aber trotzdem nicht für ein zukünftiges Team, weil auf Stalus, ich weiß nicht. Ja gut, jetzt hat sie alle drei rausgekommen. Mal gucken, mit welchem Text. Wahrscheinlich mit der Para. Tatsächlich nicht. Okay, gut. Was schlimm ist für die Gegner, ist einfach, dass ich jetzt eine Runde gewinne, nämlich Stalus. Ich glaube, ich hast ja volle KP. Und seine ganzen Bemühungen hier waren umsonst. Aber gut, so ist Leben manchmal. Dann tritt man mal auf der Stelle und
Wird dann trotzdem noch zwei Schritte zurückgeworfen. Ah, oh, Bronzong, nee. Nee, jetzt gerade so gar nicht. Magnuson, bitte. Donnerblitz. Wie gesagt, wir sind hier auch mit dem Team partiell, also mit Magnuson so krass offensiv investiert, dass es reicht, um einen Sumpex zu speeden. Also, hast du mal dazu gesagt, dass wir nicht. Ah, oh, das ist schon ein bisschen heftig für mich, dass hier mit seinem Hypnosen dran daneben schlägt. Hat er auch in der ersten Runde schon probiert, Gesang, aber es verdient. Also, wie gesagt, Duell zu nehmen, Platin. Macht ihr auf Hau. Stellt ihr auf eines der haufenweise lame Plays Konter, müsst. Habt am besten selbst einen Staller dabei. Mit Sweep werdet ihr nicht allzu weit kommen, weil dann wird das Spiel euch zuhexen. Ist einfach so fertig aus. Kommt Scaraborn rein. Das ist tatsächlich ziemlich gefährlich für das Team. Wie wir wissen. Ah, oh, ich kann es auch nicht. Ich kann da nichts reinwechseln, das ist das Problem. Wodurch kein Kristall da reinwechseln, das sollte eigentlich was überleben. Ist so auch ein Vielender danach. Aber das Problem ist nicht der Nahkampf, sondern der Vielender danach kommt. Ja, doch eigentlich locker. Ich kenne ja Scarabons Angriff, der ist bei, zwar bei knapp 400. Auf Level 100, aber das ist natürlich trotzdem Cresselias Verteidigung ist genauso gut. Und wir sind sogar schneller? Was? Hätte ich auch mit Donnerblitz rausnehmen können. Außer geht's irgendwie auf Konter oder sowas. Das wissen wir alles nicht, deswegen. Doch, wir wissen es jetzt. Nachthieb. Darf ich fragen, warum? Ja, wegen der Home Crit Chance wahrscheinlich, denkt sich das Spiel. Ne, den nicht mit mir. Viele, das wäre schon eng geworden, weil viele damit Step und allem macht das schon hart, drückt das schon hart Damage. Also, so hier kommt Guard Jump. Es ärgert mich, exakt, dass hier ein bisschen zu viel. Ich muss hier für meinen Geschmack ein bisschen zu viel wechseln. Ja, hier wollte ich direkt flinchen, aber. Ja, natürlich ein Crit. Als ob jetzt hier der Crit one-hittet. Alter, verarschen kann die mich allein. Ohne Scheiß. Hau ab. Irgendwie fühle ich mich ohne meinen Scarf immer unsicher, aber das. Also, da, wenn ich da Knackrack nicht mehr rein das schmeißt darf, hat sonst eben genug. Das ist ja mega der Beschiss gerade. Donnerblitz, hau ab. Machum mal ja, damit habe ich. Bin ich mal mit Cresselia noch da. Vielleicht sind wir hier sogar schneller, ja, sind wir tatsächlich. Deswegen nicht rausgehen, einfach drin bleiben beim letzten Wundern. Solange es nicht ein Drachentanz fährt, was ich glaube tatsächlich sogar kann. Warum? Ist die Frage, die sich berechtigterweise jeder stellt. Warte mal, kann man auch mal Drachentanz? Also vielleicht nicht in Gen, in der Gen hier, aber in anderen ist natürlich immer die Frage. Würde ich mir auf jeden Fall bei dem ziemlich mächtig vorstellen, tatsächlich. So, Cresselia. Ich sehe auch schon die Probleme, die uns im Kampfpalett dann erwarten, dass wir halt eben nicht immer ganz souverän hier durch können. Ich schau mal nach Gen 7 und was da lernen so. Bei Vererbung eigentlich, wenn dann. Und ich kann doch kein Drachen, dann sind sie mich getäuscht. Wäre aber cool. Dafür kannst du haufenweise andere coole Attacken. Das dürfte auch schon. Kampf 35, come on, das ist der siebte. Perfekt. Lassen Sie sich krank, hier eine 35er-Serie und Ninja-Lager aufstellen zu müssen. Mammutlich ist halt die Frage, ist immer schneller oder sind wir nicht schneller? Also wir hätten das Potenzial, aber wir hätten halt auch nicht das Potenzial, ne? Das ist die Sache. Ganz ehrlich, die Chance, dass wir es nicht Potenzial haben, ist einfach so groß.
Und einfach nicht wissen, was es drauf hat. Einfach so leichtfertigen. Oh, Alter. Das wollte ich doch gar nicht, Mann. Ich will so leichtfertigen One zu verspielen, wo man eigentlich einen Hit sicher safe abfangen kann. Zu 100% einen Hit abfangen kann. Was geht das Spiel wieder los, ey? Also Cresselia ist auf jeden Fall schneller, ich glaube, Cresselia ist prinzipiell schneller als, als Magnezone. Oh, sieht sogar auf Kraftkloss, das ist jetzt auf Verzweiflungsaktiv, wenn es nichts Besseres hat. Okay, wir halten fest, Erdbeben, Kraftkloss, Hagelsturm. Das sind alles keine Attacken, die mir in dem Sinn gefährlich werden. Also Erdbeben sowieso nicht, Kraftkloss auch nicht mehr nach minus 1. Weil bei einem Crit werden zwar die gegnerischen Verteidigungsboosts werden negiert, aber die eigenen Angriffsdrops meines Wissens nach nicht. Wäre mir zumindest neu. Es wird auch hauptsächlich versuchen, dass seine Hits über den Hagelsturm zu bekommen, aber das wird ihm nicht gelingen auf Dauer. Zweimal Gedankengut sollte reichen, die Inventur-Hit nehme ich an. Und wir greifen immer mit dem Angriff, mit dem Spezialangriff von einem Simsala an, also das wird man nicht vergessen. Wow, das macht ja echt gar kein Damage mehr. Jetzt könnte der Hagelsturm aufhören, gerade in der. Ja, das wäre es optimal gewesen, als jetzt schon hier aufgehört hätte. Eine halbe Stunde war das ja noch unterhalb der Kampffabrik, also alles, was weniger als Kampffabrik ist, ist vollkommen okay. Er hat seine Hagel schon passenderweise aufgehört. Es kommt Stalos. Ja, da haben wir auch gelernt, dass wir das Two-Hitten können, dass es nichts gegen uns hat. Das ist optimal. Versucht auch mit Fluch sich zu boosten. Das wäre an sich keine schlechte Idee, wenn ich auch boosten müsste. Wenn ich schon plus 2 drin habe, dann ist das, wäre in Gyrobal die deutlich bessere Alternative gewesen. Ich hoffe, es ist so krank, wie Cresselia immer wieder diese da über die Überreste drüber kommt. Also über die 200 KP Mark nur durch Überreste kommt, das ist so krass. Und Bronzung, oh Gott, wo brennt es jetzt wieder? Magnezone. Wie gesagt, gegen Bronzung habe ich noch nichts im Set drin. Ich weiß, man kann die Ampelleuchte fahren, aber die ist in meinen Augen ein bisschen ineffizient. So. Also ich weiß ja nicht, was damit treffen soll, wirklich effektiv. Ohne mich dafür Gedankengut und Mondstein rauslassen wollte, also eigentlich nicht. Ein Eisstrahl, also Eisstrahl garantiert nicht, das ist eine super Attacke. Weil nicht, weil sie dieser Attacke an sich so super ist, sondern weil einfach sie auch für unser Team gute Schwächen abdeckt. Ein Eis geht immer, wissen wir ja. Ich möchte hauptsächlich gegen Bodenmonster reinwechseln, was er die Immunität gegen hat. Wie sagst du, Duell, das Mon muss ja nicht unbedingt seine eigenen Schwächen abdecken, es muss die Schwächen vom Team abdecken und das ist in dem Fall Boden hier, ganz klar. Boden ist immer gefährlich. Aber jetzt gibt es erstmal hier 5 GP. Für das hier also die Länge wird belohnt. In diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal hier im Duellturm. Ciao.